Eigentlich hätten wir heute jetzt einen Vortrag von der Ina Kurek gehabt, die ein super, super spannendes Thema gehabt hat, was sie bei der Idealo begleitet hat, wie man sich nämlich als Führungskraft, als Dienstleister versehen kann. Leider ist die Ina mit Fieber im Bett und wir mussten jetzt kurzfristig Ersatz finden. Der Ersatz ist von nichts Geringerem als dem Holger Koschek. Der hat uns seinen Vortrag vorab zur Verfügung gestellt. Der ist aufgezeichnet und es geht darum: Was bitte ist ein agiler Coach und wie unterscheidet er sich von einem Scrum Master? Holger selber ist ein Berater, der einen klaren Wert auf die Vision legt, hat schon sein Wissen in einigen Büchern weitergegeben. Ihr bekommt es gleich hier nach meiner Moderation, diesen Vortrag aufgezeichnet da. Und da der Holger heute leider selber verhindert ist, gibt es keine Q&A. Das heißt, ihr bekommt jetzt den Vortrag, könnt euch den gerne angucken. Und wir machen dann ohne Q&A eine kleine Pause und gehen dann in den nächsten Vortrag. Und sobald wir gleich den Vortrag starten, poste ich die restlichen Fragen an Markus Reitner in die Session rein. Viel Spaß damit! Ja, was bitte ist ein Agile Coach? Diese Frage ist mindestens genauso gut wie die Frage vor ein paar Jahren, was bitte ist ein Unternehmensportal? Das sind so Begriffe, die in die Welt gesetzt werden und dann dauert es eine ganze Zeit, bis es ein gemeinsames Verständnis zu diesem Begriff gibt. Herzlich willkommen zur Frage, was bitte ist ein Agile Coach? Mein Name ist Holger Koschek. Ich bin Berater, Trainer und Coach für fortschrittliches Management in Projekten und Organisationen. Das heißt, auf jeden Fall geht es mir um Fortschritt, aber nicht in jedem Fall um Agilität, denn Agilität ist nicht immer zwingend der richtige Weg, um Fortschritt zu erzielen. Wie man hier sieht, versuche ich das, was ich im Laufe der Projekte und an Erfahrungen sammle, in ein Buch oder in Bücher zu verfassen. Und das nächste Buch ist bereits in Vorbereitung. Es geht darin um die Verschiedenartigkeit von Teams und den Umgang mit ihnen. Richtet sich also an Scrum Master und Team Coaches und vielleicht auch an Agile Coaches. Wir werden es gleich sehen. Was ist mein Bezug zum Thema Agile Coaching? Als ich 2016 gefragt wurde, ob ich ein Projekt, das damals aus 10 Personen bestand, als Agile Coach begleiten möchte, da hatten weder der Auftraggeber noch ich eine klare Vorstellung von dieser Rolle. Und die haben wir im Laufe der Jahre dann gemeinsam entwickelt. Das Projektteam hat übrigens mittlerweile die 100-Personen-Marke überschritten und da kommt man nicht umhin, einmal das gesamte Projekt auch zu betrachten und Arbeitsweisen zu finden, die zur jeweiligen Projektgröße passen. Und das war einer der wesentlichen Punkte, die ich als Agile Coach dann dort gemacht habe. Und heute und einige Projekte in der Rolle als Agile Coach später habe ich eine eigene Definition, und kann deshalb auch mit so Reaktionen wie der folgenden umgehen, die üblich ist: Agile Coach, aber wir haben doch schon einen Scrum Master. Ja, aber was ist denn mit Organisationen, die nicht oder noch nicht überall nach Scrum arbeiten? Und in welchem Arbeitskontext arbeitet so ein Scrum Master üblicherweise? Und reicht das aus, um Agilität oder eine fortschrittliche Arbeitsweise im gesamten Unternehmen zu verankern? Wie wir später sehen werden, ist Agile Coach oder Scrum Master keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern besser ein sowohl als auch. Eine andere typische Reaktion ist Agile Coach, aber wir sind doch noch gar nicht agil. Wie schon gesagt, auf jeden Fall geht es um Fortschritt, aber nicht in jedem Fall um Agilität. Aber trotzdem kann man festhalten, dass das Mindset und viele Prinzipien und Praktiken der Agilität auch in Umgebungen funktionieren, die gemäß dem Knevin Framework im Bereich obvious oder complicated angesiedelt sind, wo das Agile ja eher aus dem oder dem Bereich komplex helfen soll. Ein Agile Coach kann übrigens den Unterschied zwischen kompliziert und komplex verständlich und zielgruppengerecht erläutern, beispielsweise anhand der Corona-Pandemie, die, wenn auch kein schönes, aber doch ein gutes Beispiel für eine komplexe Lage ist. Aber kommen wir zurück zur ursprünglichen Frage: Was bitte ist ein Agile Coach? Und da schauen wir zunächst mal, wie andere die Rolle des Agile Coach definieren. Ich habe das Internet befragt und bin tatsächlich fündig geworden. Und gleich der erste Treffer lässt aufhorchen: Agile Coach-Ausbildung in nur 10 Tagen,
Die hochwertigste Ausbildung in der agilen Welt direkt vom Marktführer. Da dachte ich, wow, also in nur 10 Tagen zum Agile Coach, das schafft tatsächlich wohl nur der Weltmarktführer. Wie hießen die nochmal? Agile Heroes, hatte ich noch nie gehört. Mal ganz abgesehen von der Verwechslung der Begriffe dezidiert und dediziert, bin ich bei dieser Aussage hier hängen geblieben. Ziel ist es, eine gänzlich andere Herangehensweise zu etablieren und typische Strukturen, soweit es geht, aufzulösen. Wow, also das klingt für mich nach Revolution. Und dabei wäre vielen Organisationen mit einem evolutionären Ansatz weit mehr gedient und der ist schon schwierig genug. Und warum soll ich typische Strukturen auflösen, wenn sie doch gut funktionieren und auch zu erkennen ist, dass sie in Zukunft gut funktionieren werden und hilfreich und zukunftsträchtig sind? Ich bin gespannt, wie viele Unternehmen tatsächlich die Agile Heroes mit ihrem Ansatz kein Stein bleibt auf dem anderen erfolgreich unterstützen konnten. Apropos erfolgreich, das ist gar nicht so einfach, den Erfolg zu messen und das ist oftmals erst nach Jahren der Veränderung möglich. Und trotzdem muss ein Agile Coach auf die Frage, wie erfolgreich seine Tätigkeit denn ist, eine gute Antwort parat haben. Zur Werthaltigkeit dieser Rolle sehen wir später noch ein bisschen mehr. Schauen wir uns mal an, was Rini van Solingen zum Agile Coach sagt. Und er grenzt das zunächst gegen die Rolle des Scrum Master ab. Ein Scrum Master ist seiner Meinung nach eine dienende Führungskraft, die für einen Teil ihrer Arbeitszeit freigestellt ist, um Teamprobleme zu lösen, die Arbeitsweise zu optimieren und eine feste Zeitspanne für sich reserviert hat, um das eigene Team zu facilitieren. Scrum Master sind oft einfach auch Teammitglieder, die den Großteil ihrer Zeit an den Teamaufgaben arbeiten. Da sehen wir schon sehr klar, dass Scrum Master eine Rolle ist. Und ich kann als Person eben mehrere Rollen einnehmen, beispielsweise die Rollen Entwicklerin oder Entwickler plus Scrum Master. Und wem dieses dienende Führungskraft zu devot klingt, der kann das ersetzen durch Führungskraft als Gastgeber oder Englisch Host Leadership. In unserem Buch Neue Geschichten vom Scrum haben Rolf Drehter und ich uns mal ausführlicher mit dem Thema Host Leadership beschäftigt und die Protagonisten unserer Geschichte verwenden die Metapher eines Fests, zu dem der Gastgeber einlädt. Und das passt, wie wir finden, ganz gut auch zu dieser Rolle als Führungskraft, als Gastgeber, denn beide, der Gastgeber eines Festes und die Führungskraft als Gastgeber, verantworten den Rahmen. Die sorgen eben dafür, in welchem Rahmen dieses Fest stattfindet oder in welchem Rahmen ein Team arbeiten kann. Sie laden die passenden Gäste, / die Teammitglieder ein und vernetzen diese gut miteinander, damit sie auch tatsächlich zusammenarbeiten oder zusammen auf dieser Feier sein können. Der Gastgeber beseitigt Hindernisse und Mängel, um das Fest oder auch das Team am Laufen zu halten und hält sich ansonsten, und das ist ein wesentlicher Punkt, im Hintergrund. Kommen wir nun zu Rini van Solingens Definition des Agile Coach. Agile Coaches schauen seiner Meinung nach weiter. Sie unterstützen gleichzeitig mehrere Teams oder sind sogar völlig von der Arbeit mit Teams freigestellt, um die Systematik der gesamten Organisation zu verbessern. Oder sie konzentrieren sich beispielsweise komplett auf das Thema Führung. Während also Scrum Master eng verbunden mit ihrem Team oder ihren Teams sind, ist der Agile Coach üblicherweise in mehreren Teams oder gar im ganzen Haus unterwegs, um tatsächlich für die gesamte Organisation zu wirken. Meine Haupttätigkeit in der Rolle des Agile Coach bestand und besteht im Wesentlichen darin, lateral, das heißt von der Seite zu führen oder Führungskräfte darin zu unterstützen, den passenden Rahmen für ihre Teams zu schaffen. Bei allen Unterschieden zwischen Scrum Master oder Team Coach auf der einen und Agile Coach auf der anderen Seite gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. Rini van Solingen schreibt dazu, Agile Coaches und Scrum Master haben ein gemeinsames Interesse. Schritt für Schritt besser werden. Der eine schaut vor allem breit auf die gesamte Organisation, das ist der Agile Coach. Der andere richtet sich enger auf das eigene Team aus, das ist der Scrum Master oder auch der Team Coach. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Agile Coaches und Scrum Mastern hilft, eine Transformation reibungslos verlaufen zu lassen.
Das Prinzip des Inspect and Adapt drückt also die gemeinsame agile Haltung von Scrum Master und Agile Coach aus. Und diese eingeforderte gute Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Rollen, die profitiert vom Austausch auch außerhalb des eigentlichen Arbeitsumfeldes in sogenannten Communities of Practice oder Agile Offices oder Gilden, wie auch immer man diese Interessensgemeinschaften nennen möchte. Zu dem Begriff der Transformation oder genauer der agilen Transformation ist eine Warnung angebracht, meiner Meinung nach. Denn ich stelle immer fest, dass gar nicht klar ist, oft, was mit einer agilen Transformation gemeint ist. Ist das eine Transformation, die agil durchgeführt wird, also in kleinen Schritten mit kurzen Feedbackzyklen? Oder ist es eine Organisation, die eine Transformation, die eine agile Organisation zum Ziel hat? Oder ist es vielleicht beides? Und das gilt es zu klären, wenn ich als Agile Coach oder in welcher Rolle auch immer gebeten werde, eine agile Transformation zu begleiten. Schauen wir uns noch mal eine andere Definition an, diesmal vom Steinbeis Beratungszentrum Institute for Effective Management. Die Augsburg Business School sagt, immer mehr Unternehmen wenden heute agile Arbeitsmethoden an. Sie erhoffen sich davon, flexibler agieren zu können und beispielsweise Produkte schneller und dabei markt- und kundengerechter einzuführen. Dieses Erhoffen gefällt mir wirklich gut. Es ist nämlich ein guter Ansatzpunkt für eine Auftragsklärung und gutes Erwartungsmanagement, weil es nämlich Raum gibt für Lernen. Wenn ich etwas erhoffe, dann kann ich damit umgehen, wenn Teile des Erhofften eben nicht erreicht werden können. Wenn ich etwas erwarte, dann bin ich immer enttäuscht, wenn das Erwartete nicht eintrifft. Und hier kann ein agiler Coach eben auch mit seinem Auftraggeber an diesem Erhoffen arbeiten, versuchen auch realistische Erwartungen zu schüren und die unrealistischen Dinge in den Bereich des Unmöglichen oder des vielleicht später Möglichen zu schieben. Und ein agiler Coach kann eben auch auf die Schwierigkeiten hinweisen, die mit einer solchen Transformation verbunden sind. Und das bringt auch diese Definition zum Ausdruck, indem sie sagt, doch das bringt zumeist eine Verschiebung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Machtverhältnissen mit sich. Dies führt immer auch zu Widerständen und Unsicherheiten. Und genau hier kann der agile Coach ansetzen. Widerstände und Unsicherheiten sind in Veränderungsprozessen tatsächlich unvermeidbar. Und der verantwortungsvolle Umgang mit ihnen kann entscheidend für den Erfolg der Veränderung sein. Widerstände lassen sich übrigens nicht einfach wegtransformieren. Stattdessen muss der agile Coach gut zuhören, erläutern und um Verständnis für das Neue werben, was hoffentlich dann auch sinnvoll ist und somit dann hoffentlich auch anschlussfähig. Die Definition geht weiter mit: Agile Coaches sorgen also für die Prozesssteuerung und Einhaltung klarer Arbeitsprinzipien. Er unterstützt das Team dabei, die neuen Rollen einzunehmen, Altes auch mal loszulassen und eine neue, transparente Kommunikation zu leben. Und hängen geblieben bin ich hier bei dieser Prozesssteuerung und Einhaltung klarer Arbeitsprinzipien. Das klingt für mich sehr statisch kontrollierend. Ein agiler Coach sollte meiner Meinung nach aber eher dynamisch raumgebend wirken. Und das bedeutet nicht, dass jetzt jeden Tag alles wieder über den Haufen geworfen und ganz anders gemacht wird. Denn neu eingeführte Arbeitsweisen brauchen Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Wenn sich jetzt aber diese gewünschte Wirkung nicht einstellt, dann müssen die Arbeitsweisen eben wieder angepasst werden. Und dazu muss eine Organisation erstmal in der Lage sein. Denn oft lässt die Unternehmenskultur so eine kontinuierliche Verbesserung gar nicht erst zu. Einmal gesetzt ist immer gesetzt. Und auch diese neuen Arbeitsprinzipien, die man dann verprobt, sind eben mitnichten unveränderbar. Aus all diesen Gründen möchte ich dieses Einhaltung klarer Arbeitsprinzipien gerne überarbeiten zu Entwicklung jederzeit klarer Arbeitsprinzipien. Also zu jedem Zeitpunkt muss allen Beteiligten klar sein, was die aktuell geltenden Arbeitsbedingungen sind. Darauf wollen wir hinwirken. Und auch dazu wieder eine kleine Warnung. Wenn nämlich die Arbeitsweisen so schön strukturiert daherkommen wie in diesem Schaubild, das ich gemeinsam mit meinem Kunden für ein wachsendes Projekt entwickelt habe, dann kann der Eindruck der perfekten Lösung entstehen.
Und eine mögliche Folge daraus, und das ist das, was wir tatsächlich erlebt haben, niemand traut sich, diese Arbeitsweisen zu hinterfragen, denn die sehen ja so schön aus. Erkannte Lücken werden zwar kommuniziert, aber immer verbunden mit der Erwartungshaltung, dass doch bitte die Autoren dieses schönen Schaubilds eine Lösung erarbeiten und einbauen sollen. Dabei waren wir diejenigen, die nur nach bestem Wissen und Gewissen und Blick auf die Organisation, auf das System einen ersten Wurf gemacht haben, in der Hoffnung, dass alle, die eben in diesem System auftauchen, auch in diesem Bild auftauchen, überlegen und reflektieren, ob das die beste Arbeitsweise und beste Arbeitsumgebung für sie und ihre Aufgaben ist. Und als ich da über dieses Problem länger nachdachte, fiel mir ein anderes Bild ein, was aus meiner Sicht ähnliche Probleme beinhaltet, nämlich das Safe Framework. Auch das ist schön rechteckig und ordentlich und suggeriert eben, dass man es einfach nur anwenden muss. Und dass das so einfach nicht ist, das wissen auch die Entwickler des Safe Frameworks und weisen auch immer wieder darauf hin. Und trotzdem bleibt dieses Nehmen, Überstülpen, alles ist gut in den Köpfen vieler Anwender hängen. Mein Tipp an agile Coaches ist, visualisiert eure Modelle nicht auf eine Art, die eben abgeschlossen wirkt, also nicht so in dieser Rechteckform, sondern lasst da immer ein bisschen Raum, ein bisschen Lücke, was eben zeigt, okay, daran darf und muss und soll noch gearbeitet werden. Ich habe noch eine andere schöne Definition gefunden von der Kalumis Akademie. Die definiert einen agilen Coach in 5 Punkten. Der erste ist, der kennt verschiedene agile Ansätze nicht nur theoretisch, sondern auch aus eigener Erfahrung und vermittelt dieses Wissen an Teams und Organisationen. Und das gefällt mir schon mal sehr gut, eigene Erfahrung, denn das, was man berät, trainiert und coacht, aus eigener Erfahrung zu kennen, ist tatsächlich aus meiner Sicht das Wichtigste. Punkt 2. Stellt sicher, dass mit der Einführung und Umsetzung ein echter Mehrwert geschaffen werden kann und achtet auf klare Ziele und einen echten Auftrag im Rahmen der organisationalen Gegebenheiten. Und so einen echten Auftrag zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Oftmals heißt es ja, mach mal agil. So, ohne genau zu sagen, was eigentlich agil ist, in welchen Schritten man das vielleicht sinnvollerweise machen soll, wo ich anfangen soll, ob ich das mit allen gemeinsam machen soll oder. Also all diese Fragen beantwortet mir selbst auf Nachfrage manchmal niemand. Und dann eine agile Transformation anzuschubsen, ja, das ist schon fast fahrlässig. Dritter Punkt, berücksichtigt die Prinzipien und Werte des agilen Arbeitens und achtet auf deren Einhaltung. Prinzipien und Werte sind wichtig. Viel wichtiger als die reine Mechanik. Denn wenn ich nur die Mechanik befolge, dann habe ich noch überhaupt keinen Erfolgsgaranten. Sondern dann weiß ich nur, dass ich Dinge richtig mache. Aber ich weiß noch lange nicht, wozu ich sie richtig mache. Und dementsprechend werde ich sie auch nie zielgerichtet einsetzen können und schon gar nicht zielgerichtet verändern können. Punkt 4 ermöglicht eine verbesserte direkte Kommunikation und Transparenz. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zu schnellen und fundierten Entscheidungen. Denn um solche Entscheidungen treffen zu können, muss ich über alle Informationen verfügen und muss eben auch miteinander reden können. Und in unserer schnelllebigen Zeit ist es halt wichtig, dass Entscheidungen schnell getroffen werden und zwar möglichst von den Leuten, die auch die Expertise mitbringen. Und langwierige Entscheidungswege durch ein halbes Unternehmen sind heutzutage in vielen Fällen tatsächlich zu lang. Letzter Punkt, unterstützt den kulturellen Wandel, der oftmals mit dem agilen Arbeiten einhergeht. Ein guter Punkt, denn der Wandel geht tatsächlich einher mit der Agilität und wird nicht von der Agilität geplant oder ins Leben gerufen. Denn man kann den kulturellen Wandel nicht erzwingen. Man kann aber durch Vorleben dafür sorgen, dass andere Menschen eine ähnliche Kultur erleben und dann irgendwann auch leben. Kommen wir zurück auf den Punkt aus der Nummer 2, nämlich den echten Mehrwert. Und wir hatten es eingangs ja schon gesagt, was ist denn eigentlich der Wert, den ein Scrum Master oder agiler Coach stiftet? Und der ist gar nicht so leicht zu beziffern. Das heißt aber nicht, dass man nicht darüber nachdenken sollte. Wert stiften. Was heißt denn das eigentlich? Ich habe mal im Duden nachgeschaut und der Duden quittiert die Suche nach dem Begriff wertstiftend mit, leider gibt es für Ihre Suchanfrage im Wörterbuch keine Treffer. Na gut, da muss man eben eine eigene Definition bringen. Hier ist sie. Unter wertstiftend verstehe ich verändern statt verwalten. Also inspect and adapt. Schauen, ob das, was da ist, funktioniert für den gegebenen Kontext. Also beispielsweise ein wachsendes Team braucht
mit dem Wachstum eben vielleicht auch neue Arbeitsweisen. Und dann muss ich eben für Veränderung bereit sein. Wie eben schon gesagt, Werte und Prinzipien anstatt nur Methodik. Die Methodik selber ist zu wenig. Ich muss verstehen, wozu ich die Dinge tue, um sie zielgerichtet einsetzen und dann auch zielgerichtet verändern zu können. Und Fokus auf den Kundennutzen. Das heißt jetzt nicht, dass der agile Coach direkt Kundennutzen schafft, aber er sorgt für die passenden Rahmenbedingungen, damit andere direkt oder indirekt für den Kundennutzen arbeiten können. Erfahrung vermitteln, Werte leben, Kontaktfläche bieten, authentisch sein, all das vermittelt kaum eine Ausbildung, sondern im Wesentlichen das Leben und gute Vorbilder. Und die gute Nachricht aus meinen Recherchen ist, dass viele Menschen sich mittlerweile ernsthaft mit der Frage auseinandergesetzt haben, was ein Agile Coach ist und auch gute Antworten auf diese Frage gefunden haben. Und die sind mehr als nur heiße Luft und decken sich tatsächlich in vielen Bereichen mit dem, was ich unter einem Agile Coach verstehe. Im Beginn möchte ich meine Sicht auf den Begriff Agile Coach wieder mit einer Warnung. Ein Agile Coach ist nämlich mehr als nur ein Coach. Der Name der Rolle ist insofern irreführend, als er die Rollenvielfalt, die dahinter steht, überdeckt und Agile Coaches und deren Coaches gleichermaßen in die Irre führen kann. Das habe ich tatsächlich selber erlebt in einem Projekt, wo wir mit mehreren Scrum-Teams neu gestartet sind. Das war für das Unternehmen auch das erste agile Projekt nach Scrum. Und in jedem dieser Teams haben wir einen Product Owner installiert. Und diese Product Owner haben diese Rolle zuvor noch nie wahrgenommen. Das wussten wir und deswegen wollten wir ihnen Product Owner Coaches an die Seite stellen. Die haben wir auch gefunden, externe Kollegen, die dann ins Projekt kamen und jeder Product Owner hatte dann einen Product Owner Coach. Es dauerte ein bisschen, bis erste Beschwerden kamen von einem Product Owner ganz besonders, der immer sagte, ich verstehe gar nicht, was dieser Coach da von mir will. Der stellt immer nur Fragen, anstatt mir zu helfen und mir zu sagen, wie man als Product Owner agiert. Da sind wir, agilen Coaches und Scrum Master, dann hellhörig geworden und haben da mal ein bisschen nachgefragt und haben dann herausgefunden, dass dieser Product Owner Coach die Rolle, die ihm im Auftragsklärungsgespräch zugeschrieben wurde, schlicht ernst genommen hat. Der hat als Coach agiert. Als Coach, der eben mit der Haltung angegangen ist, dass die Lösung im Coachee steckt und man durch gutes Fragen dafür sorgen kann, dass der Coachee diese Lösung findet. Gefragt war an dieser Stelle aber ein Trainer und ein Berater, der erklärt, wie man als Product Owner agiert. Als wir das festgestellt haben, war es tatsächlich für diesen konkreten Fall leider zu spät. Da war kein Vertrauen mehr da, um gemeinsam eben durch einen Rollenshift dann noch miteinander arbeiten zu können. Und dieses Beispiel hat mich tatsächlich stutzig gemacht und deswegen bin ich seitdem immer sehr hellhörig, wenn der Begriff Coach fällt und ich komme dann nicht umhin, nochmal zu fragen, ob denn wirklich ein Coach gebraucht ist. Und insofern ist der Begriff Agile Coach schwierig. Aber wir verwenden ihn erstmal so, wie er ist und schauen mal, welche Rollen denn eigentlich sich dahinter verbergen. Coach ist klar. Mein Coach ist jemand, der davon überzeugt ist, dass die Lösung für meine Herausforderungen bei mir liegt. Was ein Agile Coach aber üblicherweise auch tut, ist, er ist Facilitator. Also er hilft einer Gruppe von Menschen, ihre gemeinsamen Ziele zu verstehen und zu planen, wie diese Ziele erreicht werden können. Er ist, wie gerade auch schon gesehen, oftmals eben auch Trainer. Also ein Experte, der alles nötige Wissen zu einem bestimmten Thema vermitteln kann. Und er ist Berater, also ein erfahrener Experte, der meine Fragen versteht und mögliche Lösungen kennt. Nicht unbedingt die eine, sondern mögliche mehrere Lösungen, aus denen ich dann gemeinsam mit ihm vielleicht die passende auswählen kann. Oftmals arbeitet ein agiler Coach auch als Mentor, also als jemand, der schon einmal dort gewesen ist, wo ich hin möchte. Insbesondere dann, wenn er eben mit einzelnen Teammitgliedern arbeitet und an deren persönlicher Weiterentwicklung auch arbeitet. Und wir hatten das Thema agile Transformation bereits. Er ist auch Change Agent, also jemand, der organisatorische Veränderungen vorausschauend organisiert, aufeinander abstimmt und begleitet. Und dieses Beispiel mit dem Product Owner Coach zeigt, wie wichtig das ist, dass ein agiler Coach immer klarstellt, aus welcher Rolle heraus er agiert, um Missverständnisse zu vermeiden und
damit sein Gegenüber eben auch die Rolle bekommt, die er gerade erwartet oder benötigt. Diese Rollenvielfalt unterscheidet den Agile Coach übrigens kaum bis gar nicht vom Scrum Master oder vom Team Coach. Unterschiede sehen wir aber in der Art und Weise, wie ein Agile Coach seinen Arbeitstag auf die verschiedenen Arbeitskontexte aufteilt. Und jeder, Scrum Master, Agile Coach, Team Coach, aber auch andere arbeiten jeden Tag in verschiedenen Arbeitskontexten. Der kleinste Arbeitskontext ist die Person selbst. Ein Agile Coach wird Zeit darauf verwenden, das eigene Verhalten zu reflektieren, um die eigene Wirksamkeit besser beurteilen zu können und dann auch verbessern zu können. Dann arbeitet er natürlich mit Individuen, also Menschen, die er im One-on-One besser verstehen will und mit denen er Wege für die persönliche Weiterentwicklung entwickeln möchte. Er arbeitet in Teams, um denen einen Rahmen für die erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen oder mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten. In Projekten gilt es, das Zusammenspiel mehrerer solcher Teams zu organisieren oder für eine nahtlose Organisation von klassisch organisierten Projekten oder Teilprojekten zu sorgen. Mit den Stakeholdern arbeitet der Agile Coach daran, den Fortschritt des Projekts oder der Produktentwicklung an der Vision auszurichten und diese auch weiterzuentwickeln, um stets das Richtige liefern zu können. Er sorgt für eine solide und transparente Datenbasis, um die Prognosefähigkeit konstant zu verbessern, um dem Management eben diese Prognosen dann auch mitgeben zu können, immer mit dem Hinweis, dass es sich um Prognosen handelt. An der Schnittstelle zu nicht-agilen Bereichen geht es im Wesentlichen darum, für gegenseitiges Verständnis zu sorgen, Abhängigkeiten zu erkennen und Aktivitäten zu synchronisieren. Und schließlich arbeitet der Agile Coach auch auf der Ebene des gesamten Unternehmens oder der gesamten Organisation, um dort für Agilität zu begeistern und eine agile Denk- und Handlungsweise auch in andere Unternehmensbereiche zu tragen. Und all das tut auch ein Scrum Master, nur in anderen Zeitanteilen. Ich habe mal exemplarisch hier die Zeitanteile aufgemalt, die so ein Scrum Master oder Team Coach meiner Meinung nach typischerweise in den einzelnen Kontexten verbringt. Da ist ganz viel selbst, natürlich ganz viel Individuum und Team, das sind ja seine Hauptarbeitsfelder, aber auch auf der Projektebene und mit dem Management und an Schnittstellen zu nicht agilen Bereichen ist er unterwegs. Und beim Agile Coach sieht halt diese Überdeckung in dem Netzdiagramm etwas anders aus. Und das sieht man eben auch, dass die beiden Rollen sich ganz gut ergänzen. Das heißt, es ist kein Entweder-Oder, sondern eher ein Sowohl-als-auch, wenn es um die Frage geht, brauche ich Scrum Master und oder Agile Coaches. Und mit diesem Netzdiagramm-Ansatz und den Arbeitskontexten kann ich in meiner Rolle auch schauen, wie viel Zeit ich aktuell in jedem einzelnen Arbeitskontext verbringe. Und dann kann ich erfragen, das Individuum, das Team, das Projekt und so weiter, wie viel Zeit die eigentlich von mir erwarten. Und aus dem Delta kann ich Rückschlüsse ziehen und gegebenenfalls meine Verteilung der Arbeitszeiten in den Kontexten anpassen, um noch wirksamer zu sein. Eine herausragende Eigenschaft von Agile Coaches ist, dass sie zurücktreten können. Also sie beherrschen diesen Schritt zurück, um von außen auf die Organisation zu schauen, zu beobachten, zuzuhören, dann die Beobachtungen zu teilen und am System zu arbeiten. Und dieses Arbeiten am System und eben nicht im System oder in der Organisation ist vermutlich die hervorstechendste Eigenschaft von Agile Coaches. Und idealerweise stehen die dabei außerhalb jeder Linie. Also sie haben eine Stabsstelle oder sind eben eine losgelöste Rolle. Warum? Naja, weil ich nur dann ein offener Ansprechpartner, frei von Interessenskonflikten für alle Kolleginnen und Kollegen in meiner Organisation sein kann. Und das ist halt wichtig, eben diese Neutralität auch zu haben und eben dort wie ein Ombudsmann, eine Ombudsfrau dann auch wirken zu können, um eben ungefiltert dann auch Feedback aus der Organisation zu bekommen. Klingt ganz schön viel, ist es auch. Und die Frage ist halt, was für Fähigkeiten und Fertigkeiten ich eigentlich mitbringen muss, um als Agile Coach wirken zu können. Und Agilität, ja, ist der Kern, aber wenn man das da mal aufschlüsselt, dann wird das irgendwann ganz schön viel, was man da so können und kennen muss. Und idealerweise haben wir
in Unternehmen, in Organisationen schon Leute, die das können? Also Leute, die auch die Erfahrung mitbringen und das über Jahre gemacht haben. Und die Junior Agile Coaches, wenn man sie so nennen möchte, haben hoffentlich genau solche Personen an der Seite, die ihnen dabei helfen, dann auch Erfahrungen zu sammeln, ohne jeden Fehler nochmal machen zu müssen. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Und wie kann ich als Agile Coach mein Handwerkszeug lernen? Eine Möglichkeit. Meine Vorstellung von der Rolle des Agile Coach teile ich nämlich mit mindestens 3 weiteren Menschen und mit denen gemeinsam biete ich einen Ausbildungsgang an, in dem angehende Agile Coaches ihren eigenen Weg und ihre eigene Haltung lernen können, um anschließend der beste Agile Coach zu werden, der sie sein können. Und darum geht's. Bei allem gemeinsamen Verständnis für diese Rolle Agile Coach sind es am Ende Menschen, die diese Rolle bekleiden, die ihren eigenen Weg finden müssen, um diese Rolle bestmöglich und für den Kontext und die Organisation passend auszufüllen. Und wenn das gelingt und die Bereitschaft im Unternehmen da ist, tatsächlich auch in diese Arbeit zu investieren und diese Arbeit sich aber auch auszahlt, sprich ein Agile Coach dann auch Wert stiftet, dann ist in vielen Unternehmen viel gewonnen. Vielen Dank. Super, das war der Vortrag von Holger. Nochmal vielen Dank stellvertretend, dass wir ihn quasi schon reinnehmen konnten. Wie gesagt, es gibt keine Q&A, deswegen bekommt ihr gleich von mir noch den Bewertungslink. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und dann geht es weiter mit Vera Hofheinz. Bis dann.